Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video dreht sich alles um die Insta360 Go 2. Und vorab sage ich auch gleich, dieses ist ein gesponsertes Video von Insta, denn die haben gesehen, ich nutze meine 360-Grad-Kamera von dieser Firma sehr, sehr oft. Jetzt haben sie mir auch nochmal eine zweite Kamera zugeschickt, um dieses Video hier produzieren zu können. Ja, warum ist diese Kamera so speziell? Die ist einfach super klein, super leicht und ich habe sie quasi immer in der Hosentasche mit dabei. Das kenne ich so von keinen anderen Kameras. Schaut mal her, die passt hier in meine Jeans. Das Case ist eigentlich genauso groß wie von meinen AirPods und dadurch, dass diese Kamera so klein und so flexibel ist, habe ich sie einfach ständig dabei. Und mir ist bei dieser Kamera auch wirklich wurscht, ja, ob sie 29 Gramm wiegt oder 32 Gramm oder sowas. Die Kamera ist super leicht, ist hier in diesem Case gut aufgehoben, was auch magnetisch ist und ist einfach super schnell einsatzbereit und sehr, sehr vielseitig. Das ist wichtig, da kommt es mir drauf an. Klar, diese Kamera hat, weil sie einfach so klein ist und einen Mini-Sensor drin hat, nicht die allerbeste Bildqualität, aber im Endeffekt ist es eine Action-Kamera, die man bei Tageslicht sehr, sehr schnell zur Hand hat und super gute Aufnahmen damit machen kann. So, das ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit, auch diese kleine Insta-Go-Kamera mal auf ihre Lichtstärke hin zu testen. Ich gehe jetzt hier in diesen schönen dunklen Tunnel rein, dann schauen wir uns die Sache mal an. Ich habe jetzt hier kein extra Licht und es ist tatsächlich bis auf diese paar Neonröhren, die hier im Boden sind, richtig, richtig dunkel. Die Kamera, die hat einen quadratischen Sensor und das heißt auch für mich, ich kann im Nachhinein ein 16:9 Bild ausgeben für YouTube oder auch 9:16 für Instagram Stories zum Beispiel. Es funktioniert sehr, sehr gut mit dieser Kamera. Ich nutze diese Kamera einfach super, super häufig, weil sie für meine Anwendungsszenarien die perfekte Zweit- oder Drittkamera ist. Ja, das ist keine Hauptkamera für Urlaubsvideos oder sonst was, sondern einfach on the go eine zweite Perspektive irgendwie einzufangen und euch auch in meinen Videos einfach mitzunehmen, dass ihr Teil der Action seid oder Teil der Story. Also diese Kamera ist nicht dazu gebaut, dass man damit Filme dreht, denn das Aufnahmelimit ist begrenzt. Man kann, glaube ich, an die 15 Minuten am Stück damit nur aufnehmen. Und auch der Akku hält nicht besonders lang. Nach einer halben, dreiviertel Stunde ist der Akku tot. Dann muss man die wieder hier in das Ladecase reinsetzen. Und dann kann man sie wieder aufladen. Ich glaube, das Case lädt die dreimal hintereinander auf. Aber für meine Zwecke reicht der Akku, um einen ganzen Tag damit kurze Zwischenszenen aufnehmen zu können. Und es ist scheißegal, was ich damit mache. Also ich verwende die ganz oft auch einfach beim Laufen als Selfie-Kamera, als Selfie-Stick. Da laufe ich einfach so in der Gegend rum und filme mich dabei und sage, hey Leute, ich bin jetzt hier und hier in dem Haus. Also das geht mit meiner A7 III oder A7 C nicht ganz so einfach. Da muss ich die Lichtsituation anpassen, ein ND-Filter draufschrauben und. Funktioniert nicht. Aber für so kleine, kurze Clips ist es super. Diese Kamera begleitet mich zum Beispiel bei meinen Fototouren. Das zeige ich euch mal mit diesem Zubehör, mit dieser Kette. Ja, die hatte ich irgendwie ein Metallstück drin. Die kann ich jetzt hier schön in meinen Pulli reinstecken. Und die Kamera kann ich hier ganz easy anheften. Tschack, Kamera ist dran. Schaut her. Aber ihr kennt mich ja, ich lasse lieber Bilder sprechen
anstatt auf diese ganzen Details der Kameras einzugehen. Was auch noch mit in der Packung ist, ist dieser Halteclip für Mützen oder für ein Visier von einem Helm oder sowas. Ja? Da kann man auch die Kamera schön hier reinpacken, zack, auch magnetisch, und hier mit dem Halteclip wird die einfach hier an die Mütze befestigt. Was noch ganz interessant ist, ist diese Halterung hier. Man kann die entweder so auf den Tisch stellen und sich selber filmen oder man verwendet diese Klebefläche. Ich habe die zum Beispiel bei mir im Auto an die Windschutzscheibe geklebt, batz, umgedreht und habe sie so als Dashcam-Kamera verwendet. Um die im Auto anzubringen, macht man das einfach so ab und klebt das Teil hier einfach an die Scheibe ran. Bop, hält. So, jetzt kann man hier das Case drehen, die Kamera hier so reinpacken, auch magnetisch. Durch die Aufnahme läuft. Da habe ich jetzt ein haptisches Feedback bekommen und kann so losfahren. Jetzt möchte ich euch kurz erklären, bei welchen Anwendungsszenarien ich diese Kamera verwende. Ich verwende den Modus Pro Video. Das ist nämlich ein stabilisierter Modus. Also das heißt, ich kann mit der Kamera herumlaufen und der Horizont ist immer ausgerichtet. Er ist immer gerade. Ja? Egal, ob ich die Kamera so oder schief halte, Horizont bleibt gerade und diese ganzen Erschütterungen, gerade wenn man dabei geht, werden eliminiert oder durch die Software irgendwie rausgerechnet. Und auch als ich meine Koffer gepackt habe, um zum Flughafen zu fahren, habe ich die Kamera im Pro-Video-Modus verwendet. Das heißt, sie war stabilisiert. Ich habe sie mir einfach hier an meinen Kapuzenpulli rangeklipst und habe so meinen Koffer gepackt, bin mit dem Auto zum Flughafen gefahren und seht selber die Szenen, die dabei herausgekommen sind. Des Weiteren nutze ich diese Kamera total gerne als Timelapse-Kamera. Ich baue die einfach so irgendwo auf oder hänge die an einen Ast dran und lasse die mal 15 Minuten oder 20 Minuten am Stück durchlaufen, um einfach schöne Wolkenzieher bei meinem Fotospot aufnehmen zu können. Und das echt mit einem Tastendruck. Das ist so einfach. Sowas hätte ich mir früher echt gewünscht. Was anderes ist es, wenn man eine bewegte Timelapse macht, da gibt es auch so einen Timeshift-Modus. Da kann man jetzt zum Beispiel die Kamera auch ans Auto ranhängen, zu einem Spot 15 Minuten lang fahren und die Kamera nimmt diese Achterbahnfahrt auf. Wenn ich diese Clips mit der Kamera gefilmt habe, dann muss ich die am Rechner bearbeiten. Also der Workflow ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Software ist eigentlich echt selbsterklärend. Man kann auf dem Handy die Videos bearbeiten oder auch in der Insta Studio App, die habe ich auf meinem Rechner installiert, und da ist es super einfach, diese Clips zu kürzen oder auch
den Bildausschnitt ein kleines bisschen zu verändern. Apropos Pool und Wasser. Wichtig zu wissen ist, dass diese Kameras wasserdicht sind, allerdings nicht das Case. Ja? Wenn ihr die mit ins Wasser nehmt, dann wirklich nur so an der Hand. Und die muss auch dann sauber gemacht werden, bevor sie wieder zurück ins Case kommt. Also Nässe hat hier in dem Case nichts verloren. Ja? Aber ich gehe jetzt für euch hier nicht baden, weil wir haben Ende November und das Wasser ist arschkalt. Ja, und der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass dieses Ladecase auch noch eine zweite wichtige Funktion hat. Und zwar könnt ihr die Kamera damit auch bedienen. Das heißt, hier ist eine Fernbedienung eingebaut und wenn die Kamera jetzt hier zum Beispiel an der Windschutzscheibe klemmt oder ihr sie sonst wo magnetisch irgendwo angebracht habt, dann startet ihr die Aufnahme hier über dieses kleine rote Symbol. Record! Das Case hat noch eine dritte wichtige Funktion. Hier gibt es ein Stativgewinde. Und wenn man jetzt sehr, sehr kurze Arme hat und braucht so eine Selfie-Stange, dann kann man das Ladecase hier ganz bequem auf ein Stativ packen oder eben so vloggen, wenn man es denn möchte. Teil meiner Story auf YouTube ist ja, euch auch irgendwie mit einzubinden. Und so baue ich die Kamera auch manchmal hier oben mit so einem kleinen Kugelkopf auf dem Blitzschuhadapter drauf. Und dann seht ihr eigentlich, was ich in dem Display sehe. Ihr könnt auch meine Hände sehen, wie ich ein Motiv anfokussiere. Ich finde es unheimlich wichtig, das ist immer Teil meiner Story in den Videos. Ich habe auch schon öfter die Frage bekommen, wie filme ich denn mein Display ab? Das ist die Lösung, Freunde. So, und wenn ihr euch jetzt heiß gemacht habt auf diese InstaGo-Kamera, bestellt die gerne unten über meine Affiliate-Links. Ich erhalte 1,5% pro verkaufter Kamera. Euch kostet es nicht mehr und ihr macht mich glücklich. Bye bye, euer Sigi heute aus Mallorca mit diesen zwei hübschen Babys.